Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, das Video hat seine Runde gemacht. Bruder Ibrahim Abu Naji hat darauf hingewiesen, dass er angezeigt wurde von jemandem, weil er in einem Unterricht die folgende Aussage gemacht hat. Diese Aussage will ich jetzt nochmal wiederholen, sinngemäß, wie er es gesagt hat. Er hat Unterricht abgehalten vor Schulkindern, Muslimen, und hat die folgende Frage gestellt. Den Kindern. Was meint ihr, wenn ein Christ die Bibel oder ein Jude die Tora vorzieht anstelle des heiligen Koran und den Koran ablehnt, aber seiner Bibel oder Tora folgt, kommt so einer ins Paradies oder in die Hölle? Und dann hat Ibrahim Abu Naji gesagt, so einer, der kommt in die Hölle, der also seine Schrift folgt, Tora oder Bibel folgt, ja, und den Koran ablehnt. Dafür ist er verklagt worden. Ich würde sagen, das wird die größte Farce in der Geschichte der Justiz, weil es ja auch in der Öffentlichkeit gut publik ist. Ja, es wird ja jetzt auch überall gehetzt gegen Bruder Ibrahim Abu Naji, dass gegen ihn ermittelt wird, wegen Beleidigungen von Religionsanhängern. Das wäre ein Straftatbestand. Ich würde gerne die Verteidigung des Bruder Ibrahim Abu Naji übernehmen. Ich würde gerne vor Gericht die Verteidigung übernehmen und dann würde ich den Richter Folgendes fragen. Herr Richter, es ginge nicht um Personen, die beleidigt wurden, sondern es wurde gesagt, wenn Sie diese Bücher befolgen, gehen Sie in die Hölle. Wenn Sie diese befolgen anstelle des heiligen Koran. Und ich würde den Richter Folgendes fragen. Was hätte denn Bruder Ibrahim Abu Naji den Schulkindern sagen sollen, Ihrer Meinung nach? Hätte er sagen sollen, wenn Sie die Tora oder die Bibel befolgen, dann gehen die ins Paradies? Herr Richter, wissen Sie, was in diesen Schriften drin steht? In diesen Schriften steht drin, dass Homosexuelle gesteinigt werden müssen. In diesen Schriften steht drin, dass Kinder, die ihren Eltern nicht gehorchen, gesteinigt werden müssen. In diesen Schriften steht drin, dass eine vergewaltigte Frau, die nicht laut genug geschrien hat, gesteinigt werden muss. In diesen Schriften steht drin, dass wenn jemand, der einen Sklaven besitzt und diesen Sklaven verprügelt, ihn schlägt, aber der Sklave aufgrund dieser Prügel dennoch 2 oder 3 Tage am Leben bleibt, dann ist der Besitzer des Sklaven nicht zu bestrafen, weil er hat nur über seinen Besitz verfügt. In diesen Schriften steht drin, ohne Begründung oder Einschränkung, dass man in einem Krieg Kinder töten soll, dass man Schwangere aufschlitzen soll. In diesen Schriften steht drin, Jesus sagt dieses in Matthäus 15, Kapitel 15, Vers 4, Kinder, die ihren Eltern fluchen, gehören getötet und das in Anlehnung zum Alten Testament gehören gesteinigt. In diesen Schriften steht drin, dass Gott das Inzest gutheißt. Es wird die Geschichte von dem Propheten Lot erzählt. In diesen Schriften steht drin, dass jemand, der alkoholisiert ist und seinen Eltern nicht gehorcht, dass dieser gesteinigt gehört. In diesen Schriften steht drin, dass Frauen unter dem Mann stehen und in Versammlungen Ruhe zu halten haben. Dies in den Paulusbriefen. In diesen Schriften steht drin, dass die Menschen, wenn sie einen Krieg führen und wenn sie Kriegsgefangene machen, dann müssen diese Kriegsgefangene mit der Schärfe des Schwertes getötet werden. In diesen Schriften stehen sexistische Dinge drin, die in Obszönitäten nicht zu übertreffen sind. Herr Richter, was verlangen Sie von Bruder Ibrahim Abu Naji? Dass er seinen Schülern sagt, wer diese Schrift glaubt und wer dieser Schrift folgt, geht ins Paradies. Soll er diese Schriften den Schülern, den Unbedarften, als Ideal vorstellen? Soll er den Kindern etwas sagen, dass dieses
Befolgen der Schriften gut ist, wenn sie dieses von Bruder Ibrahim Abu Naji fordern, dann fordern sie die Gutheißung von massiven Straftatbeständen. Und lieber Herr Richter, wenn Sie fragen, was mit dem Heiligen Koran ist, im Heiligen Koran steht die Steinigungsstrafe nicht drin. Und im Heiligen Koran steht das Kriegsrecht drin. Nur für den Falle eines Krieges. In Friedenszeiten besteht kein Krieg. So wie Sie, Herr Richter, sicherlich auch wissen, dass die Vereinten Nationen ein Kriegsrecht haben und dieses als Ausnahme formuliert ist, so ist es auch im Heiligen Koran als Ausnahme formuliert. Aber in der Bibel, in der Tora, ist dieses nicht als Ausnahme formuliert, sondern als Gottes Wille, dass es geschehen möge, dass die Schwangeren aufgeschlitzt werden sollen, dass sie brutal hingerichtet werden sollen. Herr Richter, es bedarf nicht, dass ich hier irgendwelche Zitate oder Verse benenne. Ich sage Ihnen einfach nur eins, nehmen Sie diese Bücher zur Hand. Und wenn Sie dann Bruder Ibrahim Abu Naji dazu verdonnern wollen, seine Aussage zurückzuziehen, dass diejenigen, die diese Schriften befolgen, in die Hölle gehen, dann heißt es, sie verlangen von Bruder Ibrahim Abu Naji, den Kindern beizubringen, dass diejenigen, die diesen Schriften folgen, ebenso ins Paradies gehen. Die also in diesen Schriften vorfinden, dass Homosexuelle gesteinigt gehören. Das steht in den Schriften drin. Im Heiligen Koran steht dieses nicht drin. Wenn man also jetzt so weit geht, dass man durch Warnung vor diesen Inhalten dieser Schriften, die krasse Straftatbestände in sich tragen, wenn man also durch die Warnung mittlerweile sich straffällig macht, dann weiß ich nicht, wie weit es hier mit den hiesigen Gesetzen gediegen ist. Und deswegen, es besteht kein Straftatbestand. Und hinsichtlich des Punktes, den man Bruder Ibrahim Abu Naji vorwirft, Kufar. Kufar heißt nichts anderes als Leugner der Wahrheit. Und dann sage ich Ihnen, lieber Herr Richter, wenn Sie wirklich dieses als einen Straftatbestand nehmen, dass man seine eigene Religion als Heilslehre präsentiert, ins Paradies zu gehen, dann gehen Sie doch bitte schön auf Google und geben Sie ein, nur Jesus Christus ist die Erlösung. Geben Sie ein, was da steht, über 1 Million Einträge. Und alle diese Christen sagen, nur durch Jesus Christus kann man ins Paradies gelangen. Nur durch Jesus Christus besteht Rettung. Und wer nicht an Jesus glaubt und wer nicht an den Opfertod glaubt, wird ewiglich in der Hölle brennen. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Oder muss hier nicht gelten, dass jede Religion das Ideal und die Inhalte ihres Glaubens den Menschen vermitteln darf? Wobei, wenn man einen Vergleich macht und alles Schwarzer tat gut daran, in einer Talkshow zu sagen, wir sollten mit dem Zitieren aufhören aus den Heiligen Schriften, wohl weil sie gemerkt hat, wie schlimm die Bibel dasteht. Wie schlimm in den Zitaten die Bibel dasteht und dass der Heilige Koran nur verunglimpft wird. Denn im Heiligen Koran finden wir für Kriegsfall klare Verse. Voraussetzungen des Krieges ist klar definiert, nicht wie in der Bibel, wo einfach mittendrin steht, ohne dass es eine Voraussetzung definiert ist, dass es Gottes Wille ist, mit der Schärfe des Schwertes Gottes Feinde zu töten, ohne zu illustrieren, in welcher Situation, nämlich der Verteidigung, wenn man angegriffen wird, auch wenn man versucht, den Heiligen Koran zu verunglimpfen, auf spöttische Art und Weise, weil dumm und dämlich und nicht an den Fakten orientiert, so ist der Heilige Koran davon freizusprechen. Denn dort steht ausdrücklich drin, wann Gewaltanwendung erlaubt ist im Verteidigungsfall. Steht ausdrücklich drin, immer im Kontext, immer die Ausnahmesituation und die Pflicht für einen jeden Muslim, sofort zum Frieden geneigt zu sein, wenn der Feind zum Frieden geneigt ist und nicht weiter angreift. Das steht in der Bibel nicht drin. Insofern ist Bruder Ibrahim Abu Naji verklagt worden, weil er gesagt hat, diejenigen, die diese Schriften vorziehen, in denen das drinsteht, was ich gerade alles aufgezählt habe, und daran glauben, solche gehen in die Hölle. Ich bin der Meinung, dass man
heranwachsenden Schulkindern, heranwachsenden Teenagern nichts Besseres sagen kann, als dass sie sich vor dieser Schrift zu wahren haben. Und dass diejenigen, die diese Schrift vorziehen und sagen, dies sei Gottes Wort, dass sie Gott lästern. Denn sie unterstellen Gott barbarische, ungerechte, brutale, unmenschliche Gesetze. Und wir, die Gottesgläubigen, sagen, Gott ist barmherzig. Und das steht im Heiligen Koran ausdrücklich drin. Gott ist barmherzig. Und das, was in den alten Schriften steht, können wir unseren Kindern nicht als Ideal darstellen. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Und Herr Richter, als letztes will ich Ihnen sagen, lesen Sie doch einmal die Bibel Ihrem Kind vor. Nehmen Sie sie zur Hand. Und vor allen Dingen überlesen Sie nicht, dass Jesus im Evangelium sagt, er ist nicht gekommen aufzulösen. Wer auch nur einen kleinen Buchstaben der alten Schriften des Alten Testaments auflöst, ist der geringste im Himmelreich, auch wenn man versucht hat, die Leute zu täuschen und zu sagen, er ist nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen, würde bedeuten, durch das Opfer würde er doch auflösen, dann ergäbe sich ein gewaltiger Widerspruch, der wie folgt aussehen würde. Jesus hätte dann gesagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, ich bin gekommen zu erfüllen und damit dann doch aufzulösen, weswegen ich aber eigentlich nicht gekommen bin. Wer diesen Widerspruch nicht erkennt, dem ist nicht zu helfen, denn Jesus hat tatsächlich das Alte Testament und die Einhaltung des Gesetzes eingefordert. Und in der Verfassung, in dem sich das Alte Testament per heute befindet, kann es keinem Kind als Ideal dargestellt werden. Es wäre unverantwortlich und es wäre ein gewaltiger Straftatbestand.